Hallo und herzlich willkommen zurück auf ForgeJoy in Divinity Original Sin 2. Mein Name ist Baron und wir sind fast aus Ich der. bin Creepypaste. Halt doch mal die Schnauze hier da drüber. Und wir sind fast aus der Ehrenfeste rausgekommen. Ich habe mal nachgeguckt, wo wir neue Skillbücher kaufen können, da du ja überhaupt keine Skills hast. Und zwar ist das zufälligerweise genau hier hinter uns bei Butter oder Butter. Die hat Jägermann Skillbücher. Bewegung. Oh, Ja, das ich ist sehe sie schon. gut. Erste Hilfe, Niederhaltung, Querschläger. Und die kosten so alle um die 300 Gold. Das heißt, eventuell werde ich mal versuchen, die zu beklauen. Warte mal kurz. Könnten die auch zur Not einfach umbringen. Nee, ich weiß nicht, ob man dann tatsächlich den Loot bekommt, den man. Den die auch verkaufen. Sprechen wir mit der. Okay. Da ich ja, ich stelle ich gerade mal so. So, Achtung. Ah, okay. Eins kann ich auf jeden Fall klauen. Ich klaue mal den Querschläger, ne? So. Okay. Ja. Und meine Lehrerin. Frech. Ist hier irgendwo. Die steht normalerweise neben diesem Griff. Ah, you're back. Der mir was zu Oh, verkaufen. it's so good to see you, mate. You look. You know who you look like? The moon. I bet you hear that all the time, don't you? Okay. Ja, das kannst du die öfters beklauen, weil das Niederhalten klingt auch geil. Ach so, ja, ich glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich guck gleich mal. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich gleich hier Streit anfange. Ich habe hier nämlich Flunkerkarten und ich glaube, die gehören Griff. He turns the card over and holds it up to the light, smirking. Got your hands on my sparkler, did you? Well, put it to good use. The louses I have at the card table could use a good shake-up. Ja, die flirtet auch schon mies mit mir. Echt, mit mir hat die überhaupt nicht geredet, aber ist ja auch egal. Jedem das, ne, worauf er steht. Und wenn die auf Echsenmenschen steht, Sure, have a look. dann soll sie halt zu ihr gehen. Ja. Verstehe ich halt persönlich nicht, aber wie auch immer. Sag mal, hier war die doch gerade, hier ist sie doch gerade vorbeigelaufen. Ich habe vorhin schon mal mit der geredet. Die da, Rabenstein? Ich bin mir nicht Let me sicher. guess. You're here for a match. Don't know what you heard, but they won't take it Nein. easy on you just 'cause you're an elf. Oh krass, hier gibt's eine Arena. Was für Kämpfe werden hier abgehalten? You'll find out. Down the hatch then. Okay. Also wenn wir hier runtergehen, dann kommen wir in eine Arena. Oh, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Sag mal, Still on your wenn ich feet, die eh? überzeugen kann, bei Glad mir to hear it. mitzumachen, kann ich Ja. dann nicht ihre ganzen Feel free to Sachen take nehmen a und sie aus der gander at the Gruppe stork, kicken? Probier's. so inclined. Ja. Only the finest, you know. Oh geil, hier ist der Gaunerhändler. Adrenalin kenne ich schon, Chloroform, Gegenschlag und Wurfmesser kenne ich natürlich auch schon. Das heißt, es bringt einfach überhaupt nichts. Hier ist allerdings eine recht gute Rüstung. Die kostet auch nur 800. Naja, ich weiß Those nicht. bleeding dwarves didn't eat so much. Die kostet nur 200. Ich glaube, ich kaufe mir den Helm hier. Okay. Und danach können wir diese Arena machen. Es gibt bestimmt auch nochmal gute Erfahrungspunkte. Und wir sind eigentlich gut ausgerüstet hier. Okay. Ja, ich habe nur einen Kuss bekommen. Echt? Unbefriedigend, Hast ja. du sie Dabei wollte wenigstens. ich alle ihre Sachen haben. Ja, hast du sie wenigstens auch ausgeraubt oder? Verkauft. Ja, nee, Gekauft. ging ja leider nicht. Ich kann dir Geld geben. Brauchst du überhaupt Ja, kein ach Geld? so, ach so, ja, nee, kaufen mache ich selbst. Ich hab mehr zu. Ich mach nichts als klauen den ganzen Tag. Großartig. Ich verkaufe mal eben.
Gucken wir, ob der Kerl hier Geld hat. Hydrosauf kann ich. Der hasst mich. Aber die hassen mich alle, was soll ich sagen? Ich habe aber auch geklaut ohne Ende. The woman looks up as you approach. What do you need? Verkaufen. 100. Egal, ich kann ja einfach den Schrott verkaufen. Zahn. Ja. Ja, okay, dann sage ich ja auch ab, dass ich sie später irgendwann treffen will. Ja, ja. Tschüss. Das brauche ich nicht mehr, das Geile. So, auf Kar kann ich das jetzt ändern. Ah, ne, ich muss erstmal Bücher lesen. Ja, genau. Ich geb dir aber auch kannst gratis. Du mir das Bild vielleicht geben? Ja, ich geb's dir. Das wäre sehr nice. Schlangenlederrüstung. Annehmen. So. Fortgehen. Alter, und jetzt will die mich halt auch instant durchsuchen, ne? Ja, dann gebe ich denen das natürlich lieber nicht. Ne? Ja, mach's mal wieder weg, wenn's geht. Hab ich nicht. Ich hab's nicht. Lass sie dich einfach durchsuchen. Denn ich hab okay. Ich dachte, dass du es mir reingemacht hast, nämlich deswegen. Nee, ich hab ja. Gut, danke. Hab mir ja gedacht, dass da jetzt sowas kommt. Durchsuchung ist. Durchgeführt. Wurde durchgeführt. Ja. Ich rende dir jetzt mal einfach das Buch hinüber. An Creepy Game. Sehr gut. Dann kannst du vielleicht auch endlich mal ein bisschen Schaden machen in Kämpfen, oder? Ich meine, wenn wir schon auf hart spielen, dann. Ich bin mies am Abballern die ganze Zeit, muss ich schon sagen. Ja, ich bin ein ganz schön cooler Typ, muss ich mal sagen. So. Ne? Ja. Da könnte ich auch nichts für, ne? Nö, kann ich auch nichts für. Hier war ja diese Echse, mal sehen, ob der die tatsächlich umgebracht hat, dieser Griff. Nö. Die lebt immer noch. Vielleicht soll ich den mal warnen oder so. Don't mention my name to Griff. Oh krass, okay. Also die kämpfen jetzt gegeneinander. Ich glaube, ich helfe dem. Sie lennt ja. Warte mal kurz, ich klau die erst. Der hat mich angegriffen. Der ist ziemlich stark, der Typ. Okay, ich kann jetzt zur Hilfe kommen. Wo denn? Nee, also, ich habe keine Probleme damit. Oh krass, die ist einfach so weggeschlichen um den rum. Die ist stumpf. Oh krass, du bist ja schon ein ganzes Stück weg. Ja, die kämpfen hier gegeneinander, also. Ja, ich komm hingelaufen. Sollen wir einfach mal da eingreifen? Ja, sicher, oder? Aber auf welcher Seite? Ich hier schon gegenseitig Schaden an. Du Sollen kannst ja auf... Griff ja, wir können leider nicht auf beide, ne? Nee, ich geh einfach Am mal auf die... Am besten gegen den Stärkeren. Ja, hab ich gerade gemacht. Ja, okay. Hab ich gerade gemacht. Also jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Der ist auf unserer Seite. Auch schon fast tot. Ich meine, im Endeffekt haben wir den ja auch verraten, ne? So, dann. Wenn der überlebt, können wir den danach vielleicht trotzdem noch umbringen. Ja, das war auch meine Hoffnung. Ich guck die mal an, die scheint wohl ziemlich krass zu sein. Ja, die hat auch Opportunist, also da ist nicht viel mit Rumspiränzchen machen. Hat auch nicht so viel gebracht jetzt, ne? Ich gehe einfach mal aufs Ganze. Fleischopfer und Adrenalin. Und dann hau ich einfach mal alles raus, was ich habe. Was nicht sehr viel ist. Ich kann sie leider nicht von hinten angreifen, da ich dann ins Feuer gehen würde. Chloroform. Na, wenigstens schläft sie jetzt. Na ja gut, ich muss jetzt eher greifen. Ja, vielleicht wechselt sie ja wieder auf, wer weiß. Ja, ich kann aber trotzdem mal dieses Niederpinnen machen, einfach nur mal um zu gucken, wie es so läuft. Ah, okay.
Was ist denn Niederpinnen? Tja, gar nicht mehr so gut. Ah ja, dass sie dann nicht mehr laufen kann. Ich probiere nur mal die neuen Spells aus. Ah, okay. Ich glaube, dass dieses Niederpinnen erst funktioniert, wenn du die physische Rüstung kaputt gemacht hast. Genauso wie die manche Zauber nur funktionieren, wenn die magische Rüstung kaputt ist. Verstehst du? Okay. Ja. Bist du einfach weggelaufen, okay. Ja, ein Schritt hat halt noch einen Punkt. Ja, macht ja nichts. Okay, ich heile mich mit jedem Schlag um 1. Oh, Junge. Autsch. So, ja, ich glaube aber, die normalen Angriffe sind. Ja, eigentlich gerade am angebrachtesten. Die machen, glaube ich, trotzdem am meisten Schaden. 27 ist echt schon. Ich sag mal so. Ich muss natürlich wieder den Todesstoß machen, aber es ist schon viel Schaden. Dietriche, Blendgranate, leere Tränke und 9 Gold. Hat es Erfahrungspunkte gegeben? Ich hab mich drauf verachtet, oder muss doch, oder? Ja, bestimmt. Danke. Ja. Saving me. Sag Bescheid, wenn du mit dem fertig geredet hast. Okay, der gibt uns was dafür, dass wir ihn gerettet haben. Das gefällt mir. Das Spiel ist nicht so random. 600 Erfahrungspunkte. Und hat er uns tatsächlich was gegeben, oder nicht? Wer weiß. Das bleibt in den Sternen geschrieben. Ja, wollen wir ihn jetzt auch umbringen? Nee. Oh, du bist so gutherzig. Der macht doch nichts, Mensch. Der ist doch nur am Rumschlafen. Aber wir sind Erfahrungspunkte. Wir sollten lieber Griff umbringen. Ja, der gibt uns noch mehr. Oh, ich habe eine gepeinigte Seele gefunden. Echt? Was macht es? Keine Ahnung. Naja, gehen wir mal in die Arena rein. Arena? Ja, komm einfach mit. Hoffen wir mal, dass dieser Griff uns nicht einfach angreift. Der ist aber auch nur Stufe 3. Wenn wir da strategisch... Oh, guck mal, was da gerade hier vorbeiläuft. Ein Hund? Ja, mit einem... Ach so, ja so. Der hat gespuckt. Oh, mach dich mal bereit, geh mal die Treppe da hoch. Der hat mich gerade angespuckt. Oh ja, ich weiß, wo ich auch. Beeil dich am besten, ich spuck nämlich jetzt einfach zurück. Watch yourself, boy. Ah, okay. Ich bin optimal positioniert. Ah, ich hab daneben geworfen. Tja, und jetzt ist er zu weit weg, ja. Strategisch perfekt geplante Position. Okay, jetzt läuft er zurück. Ich greif den Hund an. Gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Ja. Kannst du sie angreifen oder nicht? Ist ein bisschen zu weit um die Ecke, glaube ich, aber wenn er jetzt zu dir läuft, dann ja. Ich bin aber nicht hinter ihm. Das ist natürlich sehr ungünstig. Aber ich mache sau krassen Schaden an ihm. Ich werde mich mal hier aufpumpen mit Adrenalin. Und meinen Fleischopfer. Ich habe auch schon irgendwie Schaden bekommen. Warum auch immer. Ach, vom letzten Kampf vielleicht. Was soll's. Ich werde mal... eine Blendgranate werfen. Ah, okay. Nur wenn sie hingucken. Dann... Ja, ich verstehe. Egal. Ich werde den Hund stunnen. Der eh schon geblendet ist. Kann der... Armer Hund. Ja. Hat keine Talente, perfekt, okay. Dann gehe ich einfach hinter ihn. Und greif kritisch an. Okay. Ja, ich mach mal jetzt meinen coolen Abprallschuss. Ich glaube, damit wechsel den Hund auch. Ich kann auch nur den Hund angreifen. Ah ne, der ist eh schon wach. Ich kann aber auch nur den Hund angreifen von dir.
Ah, okay. Oh, 31 und 31. Fuck, ich kann es nur einmal machen. Ja, gut. Also fokussieren wir jetzt den Hund anstatt ihm. Oh. Ja, ich kann nur den Hund angreifen taktischer, von meiner taktischer Position. Taktischer Rückzug ist auch eine Fähigkeit, die du als Jägermann benutzen kannst. Das, was er gerade gemacht hat. Das ist natürlich nice. Ja. Ja, das ist eine nice Sache. Der Hund ist Opportunist, also ich kann nicht einfach weglaufen. Ich werde ihn einfach angreifen. Und meinen Zug beenden. Echt? Zweimal verfehlt? Was ist denn hier los? Ah, der ist ja geblendet. Haha, jetzt nicht mehr natürlich, aber... Mein lieber Herr Gesangsverein. Du heilst dich sogar um 4 pro Schuss. Und ich bin... Ja, aber sobald du stärker bist, gebe ich dir auf jeden Fall die schwere Rüstung. Oh je, oh je, oh je. Oh Junge. Der steht halt auch da oben. Ich bin tot. Oh je. Aber das glaube ich kannst du... Ich glaube, das kannst du noch rumreißen. Perfekt. 200 Erfahrungspunkte. Und auf jeden Fall weg. Ja. Und der hat auch nur noch irgendwie 113 Leben. 3-4 Schüsse, dann ist er tot. Siehst du, wo ja, er ist? Die Frage ist nur, wie ich mich positioniere. Ja, ich sehe den, aber ich kann nicht hinschießen. Er aber auch nicht zu mir wahrscheinlich. Also ich könnte einfach, eigentlich dich mit der Schriftrolle wiederbeleben. Am Ende? Obwohl, ja. Dann schießt er aber einfach auf dich. Stimmt. Lass mich einfach tot, geh ein bisschen die Treppe hoch. Genau, und dann spar dir deine Punkte. Geht trotzdem nicht. Ja, aber ich meine, er muss sich halt auch bewegen, ne? Ja, ja. So ein Putt. Siehste, da ist er. Und er ist nach unten gegangen. Der Dummbatz. 22 Schaden gegen... Ja, das weiter oben sein ist halt echt der Cheat. Gegen 33 Schaden. Aber ich glaube, du hast auch eine bessere Waffe als er. Boots. Sehr schön. 800 Erfahrungspunkte. Also, jetzt geht's aber auch so. Los hier. Quellenhund, aha. Hast du nicht was Boah, vergessen? Giftpfeile. Ja. Thronring, Gürtel, geil. Hallo. Glaubst du, ich kann dich auch looten? Nee, leider nicht. Sehr gut, also dann würde ich auch, glaube ich, einfach liefen. Zitronenring, plus 1 zu beschwören. Ja, aber irgendwann fürchte ich, gehen uns diese Wiederbelebungsschriftrollen aus. Nee, die kann man kaufen und ich habe auch noch 2 Stück. Du stirbst ja nicht. Ich geb dir eine, glaube ich mal. Ist besser so. Ja, Giftpfeile ist auf jeden Fall eine gute Sache, schau mal. Ah ja, ich gebe dir auch Giftpfeile noch. Ich habe nämlich noch einen gehabt. Brauchst du einen Gürtel? Ein Gürtel? Ja, ich habe nur einen schlichten Gürtel. Gut. Ah, dann gibt's... Ah ja, gut, der ist tatsächlich besser. Ein Ring? Habe ich noch nicht. Ich habe eigentlich recht gute Ringe. 2 Stück. Ich habe jetzt meinen ersten nur. Okay. 6 magische Rüstung. Oh, na, plus 1 auf Beschwörung. Kann ich nicht haben. Walze. Hab ich schon mit der geredet? Elf, what you heard about a crate of stolen supplies. And don't you lie to me now. So. Ah, okay, ich habe sie ihm bereits zurückgegeben. Well, ain't you just a pretty piece? Griff might have told me. Pacing this place like a damn fool searching for what's already found. Why, I have a right mind. Wenn wir noch so einen umhauen, sind wir, glaube ich, Stufe 4. Her thoughts trail off to muttering. Ja, ich glaube auch. Ja, kommen wir hier runter zu der Arena. Dann sind wir auf jeden Fall ein Level up. Wir sollten uns aber auch mal schlafen legen. Echt, das hat mich nicht voll geheilt. Ich bin überhaupt nicht verletzt. Hier, müssen wir runter. Okay. Ich würde sagen... Ja, da können wir uns nicht durchschleichen. Leider, leider. Doch, eventuell. Was ist das in der Arena? Warte mal kurz. Bleib mal stehen. Bleib im Schleichen.
Schleichst du noch? Nein. Redest ja, fick du mit dich denen? Doch. Red mal mit denen. Was soll das denn? Ich bin ein Bogenschütze. Oh. Ja, Bogenschütze, Schmogenschütze. Ist doch alles dasselbe. Ich loote hier nochmal kurz die. Ja, ich fragte, ob wir an der Arena teilnehmen wollen. Sagt, dass wir zum Kämpfen kommen. Ja, natürlich kommen wir zum Kämpfen, was denn sonst? Wir sind hier für die Erfahrungspunkte. Ach, das ist die Arena. Es wird nur einmal gekämpft. Echt? Nur ein einziges Mal gegen wen denn? Die sind hier alle nur Stufe 2 und 3. Oh krass, Sepp der Glänzende ist Stufe 5. Der Kerl rastet ja auch aus. Also. Müssen wir gegen diesen Sepp kämpfen? Keine Ahnung, ich bin jetzt aber in einem Kampf wohl. Was? Echt? Ja. Sag mal, kämpfen die alle gegen mich? Ich weiß es nicht, aber du bist alleine in einem Kampf. Ich rede auch mal mit ihr. Watch. Maybe the one fights before us. Entertaining enough. Sie hat gerade festgestellt, dass ich ihr was geklaut habe. Ich werde es mal mit Finesse versuchen. Fehlgeschlagen. Oh Junge. Alter. Ich bin direkt im Arsch. Ich habe jetzt richtig Scheiße am Arsch. Okay. Glaube ich. Was hat sie angestellt? Ich habe was geklaut. Ich hau einfach mal ab. Warum kämpfe ich denn gegen alle? Das verstehe ich nicht so ganz. Kämpfst du alleine gegen alle? Das ist ja eine Frechheit. Ja, irgendwie schon. Ich hab geklickt, nur meine engsten Vertrauten begleiten. Ich dachte, du bist mein engster Vertrauter. Keine Ahnung. Nee, es gibt nämlich... Hättest vielleicht sagen sollen, ja, alle. The statue responds to you. Tja. You feel it reach out to you. Meinst du packst es? Ich kann's nicht sagen. Könnte klappen. Den Fokus ich dann. Okay, da komme ich nicht dran. Die haben halt einen Healer dabei. Das ist ein bisschen eklig. Ja. Dann solltest du den Healer fokussen. Aber vielleicht kann ich da runterkommen oder so. Ja, aber der ist außer Range. 500 Erfahrungspunkte habe ich gerade bekommen. Ja, ich habe einen schon weggenockt. Vom Server genockt, sozusagen. Vom TS. Ja. Bisschen awkward jetzt. Du triffst aber auch immer die besten Entscheidungen, das muss ich hier lassen. Fuck. Und er ist so ordentlich ins Holz geschossen. Meinst du, du stirbst einfach? Fuck, immer. Wenn du. Nein. Nee. Ich gehe einfach mal auf die Suche nach schwachen Gegnern. Oder Quests. Wer weiß. Okay. Oh je, jetzt fängt es an Schaden zu machen. Oh je. Ja du, vielleicht hättest du auch... Naja, was soll ich sagen? Kann passieren. Hm? Kann ich da rein? Ja, war ein bisschen unüberlegt. Dann kann ich ja richtig tief hier ins Wasser rein. Vielleicht gibt's ja hier was zu holen. Meinst du stirbst direkt, oder... Könnte schon sein, dass es tatsächlich hinhaut, irgendwie. You see, he likes it thick and long. Come on, you stubborn hunk of garbage. The dwarf's fingers clamp around a splintered chunk of wood nailed to the skeleton of an old ship. His whole body strains with the effort of wrenching the plank free. To no Betonung liegt auf irgendwie.
Vielleicht kannst du aus dem Kampf raus. Aber ich sehe auch gerade, du brennst und bist verkrüppelt. Vielleicht kann ich dem Zwerg ja hier helfen. Got two of my own, haven't I? The dwarf spits into each of his calloused palms and rubs them. Bleeding nail must be charmed or something. Go on then, give it a go. Der Hund heilt den halt die ganze Zeit. Das nervt ja aber auch. Der Hund? The rusted nail pops loose. Du darfst dich jetzt nicht selbst heilen, da du dir damit Schaden zufügst. Oh, fuck. Aber mein Damage-Output ist ja... Oh, look at that. Nice of you to finish the job after I... You get a good look at the hearty fellow. Broad as a harland, sunburnt from all sides. His beard is a cascade of meticulous plaits. Immer noch nicht. Wie lange hält es? Wenn ich mich nicht selbst heile, sterbe ich nämlich jetzt. Die nächste Runde noch. Also nächste Runde kannst du dich wieder heilen. He winks and flips a gold coin toward you. Tja. It makes a long high arc. Da werde ich halt sterben bei dann jetzt. Squarely in your hand. Echt cool. For your trouble. Sicher? Ich konnte mich nämlich gerade normal heilen. Echt? Okay. Iron. I couldn't help myself from trying. Also ich leg's mal drauf an, jetzt hast du gerade die Verzauberung verwesend. Heilzauber und Tränke werden dir 100% Schaden zufügen. He sucks a finger and holds it up to the wind. Also du hast es ja eh nicht so mit den Tooltips und den Gesprächen lesen und sowas. Ja, aber meine Waffe, mein Damage-Vampir oder wie auch immer das heißt, hat mich gerade geheilt. Well, on to plan. Naja, auf jeden Fall. Ah, ich jetzt noch einen Ungepaller, jetzt werde ich sterben. Echt, oh, der läuft hier hoch. Ich mach da jetzt nicht mehr. Nee, du bist tot. Ja, oh. Tja. Aber du lebst wieder. Tot. Oder? Du lebst ja wieder. Ja. Ich bin nicht wirklich gestorben irgendwie. Nee, ich glaube, das war nur die Arena. He gives you a wry look, as though deciding whether to trust. Doch, ich darf nicht nochmal kämpfen. Echt nicht? Aye. Aber vielleicht kann ich dich unterstützen, wenn du noch mal, wenn du kämpfst jetzt. Ja, ja. Okay. Aber das können wir ja nächste Folge machen. Du bist ja nicht sicher, ob du trauen kannst. Nicken, genau daran habe ich auch gedacht. He crosses his great burly arms across his chest. Ja, kommst du dann her? Ja. Ja, ja, ich komme. Aber ich rede hier gerade mit einem Zwerg. And I'll do the same for you. Okay. Happy to trundle around with a group of amateurs at your heel. Your funeral, lad. I'll be here when you change your... Okay, gut. Die Arena der Freudenfeste. Die Arena der Freudenfeste geschlossen. Wir haben in der Arena gekämpft, aber wir wurden besiegt. Ich glaube, wir können nicht nochmal kämpfen. Du wolltest aber auch unbedingt alleine kämpfen. Ich sag mal so, wer trollt, der fliegt und du trollst. Vielleicht sollten wir einfach mal laden. Ich meine, das würde ich tatsächlich gerne nochmal machen, diese Arena-Quest. Aber wir haben auch so schon fast Level Up gehabt. Entscheiden wir einfach zwischen den nächsten Folgen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, abgesehen davon... die Arena zusammenzukämpfen. Schreibt sie in die Kommentare. Tschüss. Tschüss.